Hallo zu einer neuen Ausgabe von Tuk Talk. Wir haben uns heute in luftige Höhe begeben und befinden uns auf dem Dach unserer Universität in der Straße der Nationen. Wir stellen Ihnen heute einen Mann vor, der stets den Überblick über alle Geschehnisse wahren muss und den Chemnitzer Campus wie seine Westentasche kennt. Er war bereits vor rund 30 Jahren in den Chemnitzer Studentenclubs unterwegs und zeigt auch heute bei einer Campusführung gern die Veränderungen an unserer Universität. Es dürfte also nur wenige Orte an der TU Chemnitz geben, die ihm nicht vertraut sind. Und doch wird das heutige Interview wohl auch sein erstes auf diesen Dächern sein. Mario Steinebach gilt in der Medienlandschaft und in der Hochschulkommunikation als Urgestein der TU Chemnitz. 1964 in Eisenach geboren, absolvierte er eine Ausbildung zum Facharbeiter für Datenverarbeitung im Harz. Ein Maschinenbaustudium war es, was ihn 1983 in das ehemalige Karl-Marx-Stadt zog. Obwohl er Ingenieur werden wollte, fand er seine Leidenschaft letztendlich im Bereich der Medien wieder. Bereits während seiner Studienzeit agierte Steinebach als ehrenamtlicher Chefredakteur einer Studentenzeitung. So blieb er auch nach seinem Abschluss weiterhin als freier Journalist tätig. Im Jahre 1995 übernahm er die Leitung der Pressestelle und hält der TU Chemnitz in dieser Funktion bis heute die Treue. Dabei kommt es ihm besonders auf eine professionelle wie schnelle Zusammenarbeit mit Akteuren, sowohl innerhalb als auch außerhalb der TU an. Hallo Herr Steinebach, vielen Dank, dass Sie der Einladung in unsere Sendung gefolgt sind. Ich bin sehr gern gekommen, zumal ich alle Folgen von Tuk Talk aufmerksam angeschaut habe und sagen muss, es ist eine tolle Ergänzung für den Kommunikationsmix an unserer Uni. Vielen Dank für das Lob. Sie sind als Pressesprecher die Schnittstelle zwischen Universität und Medien. Warum haben Sie sich denn für diesen Beruf entschieden und was sind dabei Ihre Aufgaben? Ja, ich habe erst über einen Umweg diesen Beruf gewählt. Erst habe ich eine Berufsausbildung, dann ein Studium im technischen Bereich absolviert und kann sagen, der Umweg hat sich gelohnt, zumal man über viele Dinge, über die man schreibt, über die man spricht, dann doch besser schreiben und reden kann, wenn man die Dinge versteht. Und das sind vor allem technische Dinge. Zum anderen ist es so, dass die Aufgaben sehr, sehr vielfältig sind als Pressesprecher. Ich schreibe viele Meldungen, ich vermittle nahezu täglich Expertinnen und Experten unserer Uni an die Medien. Ich beantworte selbst viele Medienanfragen. Ich versuche auch viele Themen zu platzieren. Und all das versuche ich zusammen mit der Pressestelle facettenreich auf vielen Kanälen. Das ist eine spannende Sache und ich sag mal, die Entscheidung, diesen Beruf zu wählen, habe ich nie bereut. Über welche Kanäle kommuniziert denn die Pressestelle? Wie jede andere Pressestelle auch, schreiben wir viele Pressemitteilungen. Hinzu kommen Meldungen, die wir über den Informationsdienst Wissenschaft kommunizieren. Das ist ein Portal, an dem mittlerweile fast 1000 Einrichtungen angeschlossen sind aus der Wissenschaftswelt. Darüber hinaus bedienen wir auf direkten und indirekten Wege natürlich viele Portale, Nachrichtenportale, Agenturen etc. Darüber hinaus werden wir immer stärker von sozialen Medien eingefangen, kann man fast sagen. Also wir verschließen uns dem nicht. Wir sind mittlerweile auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Snapchat und auf YouTube unterwegs und werden dort von sehr vielen Usern beobachtet und wir kommunizieren mit ihnen. Wir sind aber auch sehr, sehr intensiv innerhalb der Universität in die Kommunikation integriert, was zum Beispiel auch die Homepage angeht. Dort veröffentlichen wir pro Jahr ca. 600 Uni-Aktuell-Meldungen. Aber warum ist es denn wichtig, dass auch eine Universität Öffentlichkeitsarbeit leistet? Die Uni befindet sich im Wettbewerb um Studierende, um Drittmittel, um wissenschaftlichen Nachwuchs. Und da kommt es sehr darauf an, dass man Vertrauen schafft, dass man informiert über das, was an der Universität im Bereich Forschung, Lehre, Transfer passiert. Wir müssen letztendlich zeigen, welchen Mehrwert bietet die Universität der Gesellschaft. Und wenn unterm Strich wir auf verschiedenen Ebenen verschiedene Zielgruppen erreichen, über verschiedene Kanäle und am Ende zum Beispiel mehr Studieninteressierte an unserer Universität zum Studium kommen oder sich neue Forschungskooperationen anbahnen lassen oder die Hochschulöffentlichkeit selbst erfährt, was an dieser Universität alles passiert und dass das alles sehr transparent wird, das macht eine gute Öffentlichkeitsarbeit aus und eine gute Pressearbeit. Aber da denke ich nicht nur an die Pressestelle, da gibt es viele Akteure in allen Bereichen, innerhalb und außerhalb der Uni. Und
Ich glaube, am Ende ist jeder, der hier studiert und jeder, der hier forscht, irgendwo Botschafter unserer Universität. In all den Jahren Ihrer Tätigkeit haben Sie sicherlich viele Themenbereiche bearbeitet. Was war denn bisher das kurioseste Erlebnis? Das ist eine schwierige Frage. Also ich denke da an einen spektakulären Autounfall im, ich glaube, Januar 2009, als ein Auto im benachbarten Limbach-Oberfrohna in ein Kirchendach flog. Sofort war die Wissenschaft gefragt, wie konnte es dazu kommen? Und letztendlich war es so, dass ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit auf eine Böschung zuraste. Die Böschung wirkte wie ein Schanzentisch. Und die Physiker nennen das dann schräger Wurf. Und letztendlich landete das Auto im Kirchendach. Und die spektakulären Fotos dieses Ereignisses gingen um die Welt und damit einhergehend auch die Erklärung unseres Physikers Dr. Gunter Bettis, der diesen Wurf erklärte. Aber ich sag mal ganz ehrlich, also ich freue mich da mehr über die Forschungsergebnisse unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es dann tatsächlich in die ARD, in Deutschlandfunk oder in die Zeit schaffen. Das denke ich, das freut eine Pressestelle mehr als vielleicht solche kuriosen Dinge. Dann wird unsere Universität also nicht nur von den regionalen Medien wahrgenommen. Aber was sind denn die Themen, für die sich die überregionalen Medien besonders stark interessieren? Aktuell ist zum Beispiel unser Bundesexzellenzcluster Merch sehr präsent in den Medien. Zum Beispiel mit einer Entwicklung eines Leichtbaurades fürs Auto. Es sind aber auch solche Themen wie die gedruckten Lautsprecher unserer Printmedientechniker oder die Expertise unserer Psychologen zur Mensch-Technik-Interaktion, die es uns ermöglicht haben, in der ART zu erscheinen. Wenn ich an die Zeit denke, denke ich auch an die wissenschaftliche Edition Mahler, Enslin, Meinhof von unserem Politikwissenschaftler Alexander Gallus. Im vergangenen Jahr wurde diese Edition herausgegeben von ihm und die Redaktion der Zeit hat dazu eine besondere Meinung. Sie sagte nämlich, dass dies eines der bedeutendsten und herausragendsten Wissenschaftsereignisse des vergangenen Jahres war. Und das hat am Ende auch dazu geführt, dass auf vielen Seiten der Zeit darüber berichtet wurde. Und das ist, denke ich, auch eine Sache, über die man sich sehr freuen kann. Dank Ihres herausragenden Engagements für die Universität wurden Sie nun kürzlich für die Wahl des sogenannten Forschungspressesprechers des Jahres 2017 nominiert, die unter anderem über die Zeitschrift Medizin und Wissenschaftsjournalist initiiert wird. Wie stolz sind Sie denn auf diesen Erfolg? Natürlich habe ich mich sehr gefreut, in den Kreis der PR-Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Schweiz und Österreich aufgenommen worden zu sein. Aber ich glaube, dieser Erfolg hat viele Väter. Also ich denke da in erster Linie auch an das Team in der Pressestelle. Ich denke an die guten Bedingungen im Büro des Rektors. Aber ich denke auch an die vielen, vielen Akteure hier an der Universität, in der Verwaltung, in den zentralen Einrichtungen, in den Fakultäten, mit denen ich eng zusammenarbeite, aber eben auch an die vielen Akteure außerhalb der Universität, die Pressestellen, Kollegen um uns herum, aber eben auch die vielen Medienvertreter. Und ich denke, das Netzwerk ist mittlerweile in den Jahren so engmaschig und arbeitet so gut, dass wir da einen guten Stand haben. Aber wie gesagt, ich freue mich natürlich sehr über die Nominierung. Dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass Sie die Wahl gewinnen werden. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Ja, vielen Dank für die guten Wünsche und DocTalk wünsche ich natürlich auch was, nämlich viele interessierte und aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank. In unserer nächsten Ausgabe wird es nicht nur sportlich, sondern wir dürfen auch die erste Frau unter den DocTalk-Gästen begrüßen. Wir sprechen mit Christine Röhr über die Sportangebote an unserer Universität und ihre Funktion als Leiterin des Zentrums für Sport und Gesundheitsförderung. Sie erklärt uns, wie sich der innere Schweinehund überwinden lässt und warum Kurse wie Rückenfit oder mittelalterlicher Schwertkampf den stressigen Arbeitsalltag erleichtern können. Wir nehmen wie immer Ihre Fragen zum Thema unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse entgegen. Bis dahin, sportfrei!